Ich glaube, Spieler kaufen und spielen konntest du da auch, aber halt auch die ganze BWL-Sache, sag ich mal. Ja. Auch richtig cool. Hab ich Weißt du, was ich mich. auch damals viel gezockt habe, war Pizza Connection 2. Hab ich auch gezockt, früher. Aber dann ist mir alles kaputt gegangen, weil du hattest da ja. Das war ja noch das Coole. Du hattest da ja diese Tabellen mit Telefonnummern und all so ein Blödsinn. Oder Ja. täusche ich mich? Ja, ne? Nee, Telefonnummer weiß ich jetzt Oder nicht. Telefonnummern? Irgendwelche Nummern waren da auf jeden Fall, die du brauchtest für Pizza Connection. Aha. Keine Ahnung. Ich hatte das damals in so einer Gold. Nee, ich hatte es von GameStar. Das war mal irgendwann als Gebäder GameStar dabei damals. Ja? Oder in so einer Gold. Kennst du noch, damals gab es immer diese Goldboxen, wo dann irgendwie 30 Spiele drin waren. Und dann hat man irgendwie 30, 40, 50 Mark gezahlt. Und dann hatte man diese ganze Goldbox und da hatte man diese ganzen Spiele drin. Und da hatte ich auch Gothic drin. Deswegen bin ich damals auf Gothic gekommen. Okay. Und ich glaube, da war auch Pizza Connection mal dabei. Okay, Ah, das waren schon Zeiten, ey. das war schon Bombe. Da war Computerspiel noch was Feines. Habe ich schon mal gesagt, diese aktuellen Spiele, die reizen mich nicht mehr. Genau wie Assassin's Creed 4, das geht voll an mir vorbei. Ich habe es exakt eine Stunde gespielt. Habe es mir ausgeliehen von der Videothek. Eine Stunde gespielt. Boah, ging gar nicht. Wobei es halt auch storymäßig komplett daneben ist, ne? Ja, ich meine, warum? Ich meine, hä? Der Typ, der jetzt plötzlich im echten Leben da in diesen Animus steigt, der arbeitet für eine Spielfirma. Spieleentwicklerfirma. Ja. Was ist der? Hallo? Niemand braucht das. Das hat Gott, es überhaupt ist nichts mehr mit Dings zu tun. mit Desmond zu tun. Deswegen Genau. fand ich ja Assassin's Creed 3 noch okay. Also ich meine, ich stimme dir zu, dass das Spiel scheiße war. Ja. Ne? Weil es zu frei war und zu übertrieben und es alles nicht mehr so funktioniert hat. Aber ich fand es wenigstens noch interessant, was mit Desmond war und so, ne? Dass die Geschichte irgendwie noch zu Ende ging. Aber sie ging ja gar nicht zu Ende. Es war ja auch pure Lächerlichkeit. Ja, mal gucken, vielleicht geht's ja jetzt mit 4, nee, mit 5 zu Ende. 5 soll ja in Russland spielen, nach meinen aktuellen Informationen. Ja, die wollen jetzt auch jedes Jahr ein Assassin's Creed Ist rausbringen. halt auch Und sie machen Blödsinn. halt Call of Duty-Reihe langsam draus. Früher war das noch was Besonderes, dass ein Assassin's Creed-Teil rauskam und jetzt kommt jedes Jahr einer. Ja. Ach, ich weiß nicht. Ich finde das Sollten ist. halt mehr so die GTA-Schiene fahren. So alle 5 Ja. Jahre mal Ja, und und dann ist dann es richtig richtig was hypen. Geiles. Ja. Deswegen geht ja auch jedes Mal so ab, wenn sie releasen. Ja, das stimmt. Jedes Mal einen neuen Rekord. Da kommt auch Call of Duty nicht hinterher. Glaube ich, ne? Wobei Call of Duty ja auch so ein Spiel der kleinen Kinder geworden ist, ne? Spielt Ja. irgendwie jeder 13-Jährige im Moment. Ich weiß nicht, ich hab's damals gefeiert, Call of Duty 2 fand ich. Oh, meine Schaufel ist kaputt. Scheiße, hab ich nicht aufgepasst. Ich meine. Call of Duty 2 habe ich richtig gefeiert damals. Ja, ich habe Call of Duty auch gefeiert, aber das war noch so ein. Das konntest du nicht online spielen. Nee, Damals gab es noch stimmt. gar kein Online. Da ging's halt noch, da hast du halt wirklich gefeiert, dass du diese. Warum habe ich jetzt schon wieder eine Mannschaufel? Hä? Keine Ahnung. Die war plötzlich wieder da. Okay. Da hat man es noch die Kampagne noch gefeiert, da hat man sich wirklich so boah, gedacht, boah, ich fühle mich hier wie im Krieg und ich dachte, ne, so ich muss auf meine Leute aufpassen und so. Ja, der Sprengstoff muss da in die Ecke, sonst sterben ganz viele Menschen und. Du musst das jetzt schaffen und dann hast dich voll gefreut und voll die Pixelgrafik, aber es war halt geil. Und heute beleidigen dich 13-jährige Kinder auf dem Server als Hurensohn, weil sie dich Ja. erschießen oder weil du sie erschießt. Ja. Ist alles nicht mehr das, wie es mal war. Alles nicht mehr das wie. Mann, wir sind ganz schön Mecker-Typen geworden. Schwelgen gerade so in Vergangenheit. Ja. Ach ja. Wieder, so ist das alles, ne? So, ein bisschen Cobblestone habe ich noch. Vor allem damals, also ich habe ja mit Counter-Strike mit 11 angefangen. Oh Gott, das darfst du gar nicht erzählen. Darf ich eigentlich nicht erzählen, habe ich aber gemacht. Ja. Auch wegen meinen Cousins übrigens. Jetzt habe ich bei denen gesehen, dachte so, ich will auch mal hier, mein 300 MHz-Rechner macht das. Ging halt überhaupt gar nicht. Habe irgendwie 1.5 auf niedrigster Grafik angemacht und nichts geschnitten gekriegt mit 11. Wie dem auch sei. Und das war dann noch bei meiner Tante. Da hatte ich meinen PC mit bei meinen Cousins und dann haben wir bei meiner Tante das gespielt und bloß nicht Mama erzählen. Alter Finne. Und dann auch, als dann Source rauskam, da war ich, weiß nicht, 14? Ich glaube 14? Ja, 14, 15 kann sein. Das habe ich dann bei meinem Dad, da habe ich bei meinem Dad gekauft, nun bei meinem Dad gespielt, bloß nicht Mama zeigen. Ja. Ich wollte früher immer so mit 14, 15 wollte ich immer Mafia spielen. Hast du mal Mafia gezockt? Hab ich mal gesehen, ja. Ist ein richtig cooles Spiel, also Mafia 1, richtig geil. Ja. Ich richtig geliebt, Wo bin aber ich ich? durfte es halt nie haben. Und ich habe es immer nur beim Kumpel gezockt, aber da habe ich immer nur eine Mission irgendwie mitbekommen und ich wollte unbedingt wissen, wie es weitergeht. Ach, da, wo Naja. man sich die Waffen und Autos kaufen konnte und dann auf Missionen schicken konnte, seine Gangs, ne?
Nee, nee, nee. Das war halt ein, das ist so ein bisschen wie GTA eigentlich. Okay. So ein Open-World-Titel. Okay. Effizienz 4 und Haltbarkeit 3 auf der Schaufel. Läuft. Ist gut. Naja, also es ist eigentlich so, geht die Richtung, geht in die Richtung von GTA. Ist auch von Dings, von Take-Two gepublished. Das sind ja die GTA-Publisher. Mhm. Naja, ich durfte es nie haben. Und dann wurde ich 16, glaube ich, und habe ich es mir gekauft. Und dann war es langweilig. Nee, dann ist es ein hammergeiles Spiel. Würde ich auch heute noch Let's Playen. Okay. Wenn ich mal Zeit hätte und, ne? Man es sehen möchte. Man es sehen möchte und ich es durchziehe. Immer so eine Sache bei mir. Boah, die Schaufel gibt's auch ab bei mir. Ja? Mhm. Richtig geil, ne? Ja. Schade. Boah, geht das schnell. Ja. Vor allem Haltbarkeit noch voll drauf, das Ding läuft. Ja, meine ist schon wieder halb kaputt. Meine Güte. Na, Let's Player schnuppen? Nee, alles gut. Nur husten. Okay. Geht's nicht mehr so gut irgendwie gerade. Du bist Standen krank. Ja auch 1000 Jahre im Regen. Ja, du bist krank. Ja. Wie immer. Wie immer. Bin zu oft krank irgendwie. Der Sommer lässt nicht von dir. Ja, und dann immer noch Allergien irgendwie. Ich habe immer echt gelitten. Im Winter werde ich immer bin ich immer erkältet und im Sommer bin ich immer voller Allergien. Das ist ein bisschen scheiße bei mir. Ja, du bist so ein Opferkind, ne? Danke. Das ist kein Problem für mich. Mach mal das Wasser hier weg, ey. Ich gar keinen Bock zu eigentlich. Ja, ich auch nicht, aber das ist halt irgendwie für die Arbeit, ne? Hm. Ist doch mega kacke, dass wir eigentlich voll den Hohlraum da drunter haben, das spawnen halt 20.000. Ja, deswegen leuchten wir den auch aus. Ach echt? Machen wir das? Ja. Okay. Muss ich noch gar nicht. Ja, macht Sinn. Wobei, das hat auch irgendwie nicht so geklappt, als wir hinten das Nobelviertel gemacht haben. Da sind halt trotzdem welche gespawnt. Ja, manchmal. Das war halt nicht teilweise. Aber jetzt nicht mehr. Ja, jetzt ist da auch mein Verlies drin. Es kann da nichts mehr spawnen. So, ja, dann, keine Ahnung. Wenn es halt später nicht geht, dann müssen wir es nochmal ändern. Was soll's. Boah, ich liebe meine neue Schaufel. Möchtest du sie heiraten? Nein. Dann nicht. Vor allem mit der Spitzhacke geht Sandstein halt auch irre schnell. Voll der Selbstläufer gerade hier. Nein. Ich box mich hier durch, ist voll geil. Ja? Mhm. Guck mal, ganz am Berg weg hier. Mach ich gleich. Guck mal, ist doch weg! Alter, ja. wie viel Erde ich hier schon wieder dran geklatscht habe, ne? Das ist unnormal. Mhm. Es wird nicht fertig. Na, dauert halt ein bisschen. Irgendwann mache ich mal so eine Offline-Session, wo ich nur Erde farme. Könnten wir vielleicht echt mal machen, ne? Ist halt nicht so spannend, wenn wir nur Erde sammeln. Ja, richtig, richtig. Aber es ist halt auch Minecraft. So, du machst das Wasser weg. Da finde ich Sand. Davon habe ich genug. Schwupp, 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 schwupp. Kartoffelsupp. Hep. Ne? Hep. Hep. Ja. Weg mit dem Sand. So, da ist schon mal ein bisschen was weg. Ist gut. Boah, geht das schnell. Warte mal, mir juckt das Ohr. Ah, kratze, 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 kratze. Geil, Ohrenschmalz. Na, lecker. Absolut. Na?
kommt ja mein Wasserwall nicht vorbei. Jetzt hat voll die Idioten. Oh nein! Haha. Boah, ich hätte nie gedacht, dass eine Schaufel so schnell sein kann. Wieder abgehen muss, ne? Wird das nicht mal anstrengend? So viel Sand wegzuschaufeln? Arm wird lahm. Bei ihm nicht, ne? Der hat Training. Ich will nicht wissen, woher. Oh, oh. Dr. Barrett, woher könnte er sein Training haben? Tennis. Richtig, ein Tennisarm hat er. Tennisarm, ja. Das macht auch vollkommen Sinn. Oder auch vom Schaufeln. Ja, ja, das kann auch sein. Er trainiert zum Schaufeln das Schaufeln. Mann, das Wasser will und will nicht weggehen. Ich finde das Wasser kacke. Ich will, dass das noch schneller geht. Schneller. Viel schneller. Lässt du das? Ich? Nee, er hier. So, ich dachte, du wolltest alles alleine gerade machen. Nee, da habe ich keinen Nerv zu. Schade. So, ich bin gleich Level 30. Ach du meine Güte, was ist denn hier kaputt? Na, was gut. Ist kaputt? Warte. Naja, da sind halt einfach mal... Oh! Hier trägt ein Zombie Sand durch die Gegend. Der hilft mir. Ist voll der Nette. Ist voll netter, ja. Ein epischer Fight zwischen Bogenschützen. Oh, schade, ich habe keine Pfeile mehr. Okay. Oh, der bringt einen Stein. Das ist auch nett von ihm. So, hier ist jetzt, glaube ich, auch alles. Müssen wir noch Sand, Erde draufballern. Boah, wie viele kommen denn hier auf dich zu? Ja, ja, ein paar halt, ne? Ich habe hier schon ein bisschen Stress am Mann. Musst du dich mal mit allen anlegen? Da hinten ist auch eine Hexe. Hallo Hexilein! Hex. Oh nein, sie hat mich vergiftet. Ich habe übrigens 30 Levels. Oh, scheiße! Uiuiuiui. Oh. Oh, da kommt noch mehr. Ups. Jetzt hast du Stress. So, hier habe ich kurz 2 Minuten. Boah, was hier an Erfahrungspunkten rumfliegt. Meins. Save mich mal. Komm, warte, wo bist du denn? Ja, hier. Save mich. Okay. Ich muss unbedingt weg. Ja, weil ich ein halbes Herz hab. Und Level 30 bin. Die Hexe hat mich richtig kaputt gekloppt. Echt? Ja, ja. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich habe 2 Gifttränke gefressen. Okay. Nicht so cool. Lass mal schlafen gehen. Na gut. Morgen sieht die Welt wieder anders aus. Das stimmt. So. Irgendwie habe ich das von Stefan Raab, kann das sein? So, meine Damen und Herren. Wir haben doch keine Zeit. Haben Sie das schon mal gesehen? Dann schauen Sie sich das mal an. Niet. Und nur bei deiner eigenen Witze lachen, das können wir auch gut schon. Ja, stimmt. Nur wenn ich es für die Gritze... Ja. Ganze Zeit. So, meine Damen und Herren. Schauen Sie sich das mal an. Ich weiß auch nicht, wie er mit seiner Show so erfolgreich geworden ist. Ich finde die gar nicht so gut. Ich liebe die total. Nee, so gut finde ich sie gar nicht. Naja, heute ist sie ein bisschen langsamer geworden, aber früher war sie geiler. Langsamer? Langweiliger, Entschuldigung. Langweiliger. Oh, hier ist ein Creeper explodiert. Guck mal, ich habe noch 5 Erde für... Ja, das war ich. Hier, ich habe noch 5 Erde. Was geht denn da ab? Wow! Ja, da ist ein bisschen was los. In der Hut.